Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Hört gut an, ne? Und wir bleiben da. Super. Also, herzlich willkommen in unserer neuen Begegnungsstätte hier im Studio Dumont, wo wir heute das erste Mal sind, aber sicher nicht das letzte Mal, einer neuen Begegnungsstätte für FC-Fans, für Funktionäre und Spieler des 1. FC Köln, für Medienvertreter und vor allen Dingen für die Fans des 1. FC Köln. Seid willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wie es sich für eine erste Sendung geziemt, wollen wir natürlich heute mit jemandem sprechen, der aus allererster Quelle berichten kann, wie es aktuell rund um den 1. FC Köln aussieht. Und da haben wir einen Mann, ich brauche ihn eigentlich lange vorstellen, einer der besten, den wir zurzeit haben. Er kommt aus Düsseldorf, das macht ja nichts. Jörg Schmadtke, herzlich willkommen. Jemand, der ganz groß dazu beigetragen hat, dass das heute auch geklappt hat mit Jörg Schmadtke, ist jemand, der beim Express schon lange Zeit lang für den 1. FC Köln betreut, aus der Sportredaktion zu uns heute eingeflogen, Alexander Haubrichs. Unser dritter Gast hatte ja einen Problemsommer hinter sich. Er ist, wie viele wissen, leidgeprüfter HSV-Fan, aber er ist in einem Stück wieder angekommen. Wir freuen uns, unser ständiger Experte von Sky. Super, dass du wieder da bist. Thomas Wagner, herzlich willkommen. Ja, ich denke, wir sollten nicht allzu viel Zeit verbraten, sondern sofort loslegen. Jörg Schmadtke. Ja, das Kribbeln langsam schon da. Ich meine, so jetzt so ein paar Tage Colonia Cup, dann Pokal, dann die Liga. Wie äußert sich bei Ihnen Anspannung? Werden Sie noch ruhiger? Wie äußert sich bei mir Anspannung? Wahrscheinlich wird das keiner merken, wenn ich angespannt bin. Aber ich bin auch nicht besonders nervös oder so. Ich freue mich eigentlich, dass es bald losgeht. Ich freue mich jetzt erstmal aufs Wochenende, weil ich glaube, wir haben da tolle Gäste bei uns im Stadion und wir werden da ein schönes Turnier spielen. Dann fahren wir mal nach Meppen, wo der Toni nie hin wollte, aber da fahren wir jetzt mal hin. Jetzt muss er mit. Ja, nee, ich glaube, der kommt auch gerne mit. Und dann geht's mit der Meisterschaft los. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Also man ist dann so langsam auch, es reicht damit Vorbereitung irgendwann mal, oder? Also, mir ist das egal, von mir könnte ich noch ein bisschen hin und her laufen und das ist alles nicht so schlimm. ich habe ja da nicht so viel mit zu tun, also ich gucke mir das dann halt an und so. Und wir machen ein paar nette Reisen, also von daher ist das schon angenehm. Aber man kommt ja schon rum und lernt viele neue Leute kennen, Berater, Spieler und ein paar Spieler nimmt man dann sogar mit am Ende und das hat ja dieses Jahr ganz gut geklappt. Und bevor ich jetzt natürlich gleich noch mal intensiv über diese Phase mit Ihnen rede, würde ich gerne mal unsere Medienexperten fragen. Thomas, du bist ja sozusagen neutraler, ich sage es mal so, auch wenn du ja Sympathisant bist. Ja, wohlwollender Sympathisant, als solchen bezeichnest du dich. Wie würdest du denn jetzt diese Transferphase des 1. FC Köln rein aus professioneller Mediensicht bewerten? Ja, damit ich mir jetzt nicht irgendwann in der Saison einen Einlauf abhole, sage ich natürlich Note 1 bisher schon, aber auch unterfüttert. Wenn ich 6 Spieler für knapp, man weiß ja nie genau, die Zahlen werden immer so ein bisschen spekuliert, um die 12 Millionen hole, mit dem Potenzial, dann muss ich sagen, hat der Manager sehr gute Arbeit geleistet. Natürlich gibt es bei dem einen oder anderen ein paar Fragezeichen, aber wenn es die nicht geben würde, würde man wahrscheinlich solche Leute nicht für 2 oder 3 Millionen verpflichten können. Meiner Meinung nach sind die Problemfelder oder das Problemfeld des letzten Jahres ausgemerzt. Das Kreativzentrum, finde ich, hat man 2 sehr gute Spieler geholt. Im Sturm sich gut verstärkt. Abwehr wird man jetzt sehen, weil die werden wahrscheinlich jetzt direkt schon ran müssen. Aber was ich von Heinz und Sörensen gesehen oder gehört habe, ist auch gut. Also da gibt es wenig zu meckern aus Sicht des FC-Fans. Merkel, wenn er irgendwann die Frage stellt, dann am Spielfeld ran. Wenn er böse sagt er so vor der Kamera oft, Herr Wagner. Und da weiß ich schon, da kommt jetzt wieder irgendwas.
hat er in zwei Wochen eh vergessen. Ach so, deswegen ist er nicht zwei Wochen mehr. Ja, ja. Bei uns dauert das länger, aber okay. Alex, natürlich möchte ich auch hier die Frage stellen, mit welchem Spieler hast du denn auch so vielleicht vor der Saison, oder besser gesagt vor dieser Phase, sogar schon spekuliert und gedacht, der könnte kommen? Oder bist du komplett überrascht worden? Modeste, da habe ich irgendwie... Da muss ich sagen, da hatte ich schon nach dem Spiel von Hoffenheim hier irgendwie das Gefühl, dass so einer sein könnte, wenn Uca jetzt weg ist, dass der den ersetzen könnte. Das war halt so. Aber manche halt, Bittencourt hat uns alle überrascht, hat er sich ja auch sehr schön, sehr drüber gefreut, dass er mal einen setzen konnte, ohne dass wir es vorher hatten. Gut, doch. Aber nein, also das insgesamt. Scheint das für mich eine ganz ordentliche Transferperiode gewesen zu sein. Es ist auch. Nein, es. Ach ja. Erstmal müssen sie spielen, ne? Noch haben sie kein Tor geschossen. Er macht sich noch keine Notizen wie Ewald Lienen, ne? Also so weit ist es doch nicht. Nein, das ist ja auch, glaube ich, richtig gewesen, auch in diesem Sommer zu investieren, um zu sehen, nächsten Sommer kommt viel Geld in England auf den Markt, wo du sagst, da könnten Wertsteigerungen in Spielern einfach schon passieren, wo du jetzt perspektivisch möglichst Spieler geholt hast, die mal einen großen Transfer hergeben irgendwann. Von daher, wie gesagt, was ich vielleicht noch gemacht hätte, wäre vielleicht, also dieser, wenn mir so ein bisschen fehlt, ist so dieser gestandene Abwehrspieler, sie gehen das Risiko, mit zwei Jungen als Verstärkung reinzugehen. Da wird man sehen, ob das funktioniert. Ich bin da guter Dinge, aber ich weiß nicht. Also da kann man drüber diskutieren, aber ansonsten würde ich auch sagen, gute Arbeit. Das ja einfach hier weiter. Also viel Lob natürlich, aber... Grundsätzlich können wir über alles diskutieren. Ne? Du kannst über einen erfahrenen Abwehrspieler, du kannst über dies und jenes diskutieren. Du kannst sagen, also noch einen Sechser und noch einen Siebener und einen Zwölfeinhalber und was weiß ich. Du kannst über alles diskutieren. Am Ende haben wir uns für die Jungs entschieden, weil wir absolut davon überzeugt waren, dass die in die Truppe passen. Diese Homogenität, die uns seit zwei Jahren total auszeichnet, dass wir die nicht zerstören, sondern wir die beibehalten. Und darüber hinaus haben wir, obwohl es junge Spieler sind, Erfahrung auch dazu genommen. Also ich meine, der Sörensen hat 80 Serie A-Spiele gemacht. Ich meine, es gibt nicht so viele in der Bundesliga, die 80 Serie A-Spiele gemacht haben, schon gar nicht mit 23. Also deswegen zu sagen, ja, der ist jung, das stimmt, aber er ist trotzdem erfahren. Der Heinze, der hat schon mit 17 hat er schon sein erstes Spiel in der zweiten Liga gemacht. Also Bittencourt genauso. Also deswegen, die sind ja nicht irgendwie vom Ast gefallen und wir haben die mitgenommen, sondern die haben eine gewisse Erfahrung und darüber hinaus haben die noch eine Qualität. Aber dass du natürlich am Ende über alles diskutieren kannst, ja, das stimmt. Und deswegen, mir geht das auch zu weit. Alle sagen, ey, tolle Transferperiode und so. Ja, mal abwarten. Also wenn wir die ersten sechs Spiele verlieren, dann möchte ich mal hören, was ihr für einen Scheiß eingekauft habt. Aber das ist ja so. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber zumindest haben wir so verpflichtet, dass wir, aber auch unsere Sympathisanten, unsere Fans, eine Idee haben und glauben, dass das funktionieren könnte. Wenn er nicht funktioniert, okay, dann komme ich noch mal vorbei, dann könnt ihr noch mal Steine werfen. Ich kann ja immer sagen, woran es gelegen hat. Ne? Das ist ja naja, also ich meine, gut, also die ganz großen Experten, die sind immer so, die warten, bis das Ergebnis da ist und dann fangen sie an zu erklären, was man hätte machen müssen. Also mit denen rede ich sowieso nicht. Also, okay, dann bin ich ja froh, dass wir hier, glaube ich, noch einen anderen Ruf genießen. Keine Ahnung, also wir wundern uns auch das ein oder andere Mal und dann sitze ich dann so in meinem Büro, dann kommt der Peter mal vorbei, dann sage ich, immer, sind wir eigentlich total bekloppt oder sind wir einfach nur ein bisschen schlauer oder schneller? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, am Ende werden wir sehen. Bei Bittencourt war es für uns ein bisschen überraschend. Das ist relativ geräuschlos, relativ schnell und relativ, so wir relativ alleine waren. Ja, wie gesagt, alle waren überrascht. Und wir fanden es dann besonders charmant, das so zu machen, dass wir den präsentieren und der ist schon da und keiner weiß Bescheid. Wobei man ja sagen muss, ein paar Mal waren die Kollegen ja nicht umsonst beim Mediapark-Klinik. Also, ja. Ja. Die Garage, da steht so ein Doppelzelt, da pennen die ja. Lustigerweise war ich dann am Tag morgens in der Füße im Mediapark. Der muss mir um. Deswegen haben wir den erst nachmittags dahin geschickt. Ja, wir beobachten dich ja auch.
alles schon gescoutet. Also dein Persönlichkeitsprofil liegt da schon vor und dementsprechend dumm gelaufen. Also ja, in dem Fall mal ein Nachteil. Aber nein, aber das ist, ich meine, danach ist ja auch ein gewisser Hype bei den Fans entstanden, dieser Bittencourt-Transfer. Ich glaube, das hat bei den Leuten echt was ausgelöst. Ist das auch eine gewisse Gefahr, wenn man dann so auf einmal so vielleicht die Erwartungshaltung dann doch ins, ja, fast schon ein bisschen überbordend sich äußert? Also, ja, wie siehst du das? Weil das Problem bei dem Jungen ist in der Tat, dass der vor 9, 10 Tagen aus dem Urlaub kam und alle erwarten jetzt Wunderdinge und vielleicht kann er die ersten 2, 3 Spiele noch nicht liefern. Das kann ja sein. Also das wäre vielleicht auch gar nicht verwunderlich, wenn er das noch nicht kann. Und deshalb muss man, glaube ich, in dieser Gesamtheit, weil sie alle noch jung sind, vielleicht noch ein paar Spiele dem Ganzen Zeit geben, sich in gewisse Richtungen zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite ist doch schön, wenn die Leute ein bisschen träumen dürfen. Es ist schön, wenn die Leute sich freuen auf die Bundesliga-Saison. Und dann hoffen wir, dass sie auch möglichst bald Spaß haben an dem, was der zusammen gekauft hat. Grundsätzlich finde ich ja toll, wenn Leute träumen und wenn Leute Ideen haben, wenn wir eine Verpflichtung haben. Das spricht ja für die Verpflichtung, also für die Idee, die wir hatten. Aber wenn ich dann lese, also der ist eine Woche mit uns im Trainingslager, wenn ich dann lese, der drückt dem Spieler nicht den Stempel auf, ne? Also da frage ich mich, was ist denn hier los? Sind die Leute durcheinander? Oder? Wie soll der Junge mit 21, der kommt da hin aus dem Urlaub und sagt, ey, hier bin ich, jetzt mache ich mal hier den Max oder was? Ich meine, so blind sind die anderen da auch nicht. Das dauert schon ein bisschen, bis der integriert ist und bis der Spielidee versteht, bis er seine Mitspieler versteht. Also da kommt nicht einer irgendwo her und sagt, ich mach mal eben und dann funktioniert das. Also deswegen bisschen Geduld haben, also bisschen Ruhe rein. Ne? Ja. Das wird ihm wahrscheinlich ewig nachlaufen, aber war ja auch sehr, sehr beeindruckend, vor allem, wenn man das 10 Minuten am Stück hört. Das ist dann sehr, also, ja. Ein guter Freund von mir hat gesagt, finde ich super, das Ding, wenn ich nicht pennen kann, mache ich das Ding, ja, bumm, 2 Minuten bin ich weg. Ich werde mal versuchen, mal gucken. Klappt. Erleben wir noch eine Überraschung zum Schließen des Transfersfensters? Ich glaube eher nicht, dass es noch große Überraschungen geben wird in dieser Transferperiode. Ich glaube, wir haben schon genug überrascht, wir haben genug getan. Weil da ist ja noch Ex-Lager, ist ja noch da, noch das Beispiel. Das werden wir sehen. Also wir jagen keinen zum Teufel, wir jagen keinen vom Hof. Sollte der ein oder andere auf uns zukommen und sich Gedanken machen über seine Zukunft, werden wir darüber sprechen und versuchen, Lösungen zu finden, die dann immer sehr individuell sind und die dann auch mal dazu führen können, dass nur einer verlässt. Ja. Die man ja auch schon fast wieder als Neueinkauf fast wieder bezeichnen kann, ist ja auch Simon Zoller. Und da werde ich gleich noch mal speziell was zu fragen an Jörg Schmatke. Aber erstmal du, wir hatten ihn ja auch mehrfach über ihn gesprochen im Verlauf der letzten Stammtischsaison und ja, war natürlich immer eine heiße Diskussion, weil natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung da war. Glaubst du, dass er diesen Rucksack jetzt vielleicht los ist, weil er jetzt nicht mehr so dieser Nummer 1 Top-Transfer ist, sondern der Rückkehrer? Gut, also ich würde sagen, da ist schon letzte Saison sicherlich vor allen Dingen von seiner Seite vieles nicht optimal gelaufen. Ich habe das letztes Jahr auch schon mal gesagt, mir hat auch die Körpersprache irgendwie nicht so gefallen. Und auch dann habe ich irgendwie alle 2, 3 Wochen irgendeine Kampfansage gelesen. Ich habe jetzt den Trainer verpflichtet und ich bin jetzt fitter und da. Es hat irgendwie nicht alles zusammengepasst, auch dass er dann nach Lautern zurückgegangen ist. Das wurde ja auch durchaus vom Verein ganz kurz angemerkt, aber was ich gut finde, ich habe das Gefühl, es ist da jetzt irgendwie nichts zurückgeblieben. Ich bin jetzt auch nicht im Trainingslager dabei gewesen, aber was ich gehört habe, er macht eigentlich einen ganz guten, ja, ich war nicht dabei. Ja, schau, hätten wir schön abends mal einen Weizen trinken können. Ja, aber was ich gehört habe, es macht ihm auch wohl Spaß, ein bisschen auf der linken Seite. Er ist ja auch schon jemand, der übers Läuferische kommt und habe auch das Gefühl, dass er sich ein bisschen zurücknimmt, dass er, weil er nicht mehr ganz neu ist, auch nicht so gefragt ist und ich denke, man hat ja da auch ein bisschen Geld für bezahlt. Es waren ja nicht umsonst auch andere Vereine hinter ihm her. Also eine zweite Chance hat er auf jeden Fall verdient. Und vielleicht tut ihm das ganz gut, wenn andere jetzt erstmal im Fokus stehen. Was sagst du zu Simon? Er hat jetzt auch mit dem Express gesprochen, hat sich ja geöffnet sozusagen. Weil es auch in der Öffnung noch zurückgehalten hat, was eigentlich ganz, ganz wohltuend ist. Ich glaube, da gab es auch so ein. Also es gab ein. Das vertiefen wir jetzt nicht. Also man hat den Eindruck, da ist schon vorgearbeitet worden. Sag mal, ich glaube, zwischen Verein und dem Spieler wird es auch Gespräche gegeben haben, wie verkaufe ich mich irgendwie anständig, wie wo bringe ich die Leistung vom Mikrofon oder auf den Platz oder keine Ahnung. Aber da scheint mir der richtige Weg jetzt eingeschlagen zu sein bei dem Simon. Es ist natürlich aber auch so, dass der natürlich in eine wahnsinnige Konkurrenzsituation da reinkommt. Ne? Also so richtig einfach wird es auch nicht. Und
Da muss man sehen, ob er sich da jetzt durchbeißt. Ich würde es ihm wünschen, weil letztes Jahr war halt ein bisschen unglücklich. Die Flucht hat uns alle so ein bisschen überrascht. Und ja, jetzt muss man sehen. Aber es könnte ja vielleicht ganz gut passen, wenn sie mit zwei spielen. Da hat er damals in Lautern auch gute Spiele gemacht, wenn zum Beispiel Idrissou neben ihm war, der Bälle festgehalten hat, der ihm in den Lauf gelegt hat. Ja klar, aber trotzdem vom Spielertyp. Modest kann sicherlich auch Bälle... Hm? Spielt und der Risse rechts. Und, ja gut, aber man würde ja von vornherein sagen, der Zoller hat keine Chance. Also es gibt ja sicherlich immer zwei Spiele. Die Sache, das wird halt schwierig. Also. Gut, aber Konkurrenz kommt, wollen sie ja wahrscheinlich auch. Nicht auskennen. Antrag. Wie nehmen Sie ihn wahr? Natürlich wollen wir Konkurrenzkampf, ohne der hemmend wirkt auf den Einzelnen und nicht auf die Gesamtheit, auf die Gruppe. So, also die Gruppe muss harmonisch bleiben und trotzdem fordern wir natürlich von jedem Topleistung. So, und da ist leider Gottes, ist das immer so, da gibt es Konkurrenzkampf. Würde am Ende natürlich in der Theorie zumindest eine Mannschaft besser machen sollte. Es gibt auch Gegenbeispiele, muss man auch sagen, das gibt es auch. Also die Mannschaften versucht haben, Konkurrenzkampf hochzuziehen und die haben dann schlechter gespielt, also, weil einige damit nicht zurechtgekommen sind. Aber ich habe den Eindruck nicht, weil der Umgang mit unseren Jungs untereinander auch, der ist sehr, sehr gut. Deshalb glaube ich, dass dieser Konkurrenzkampf am Ende eher fördernd ist. So, und bei Simon muss ich sagen, der macht im Moment einen ausgesprochen stabilen Eindruck, einen guten Eindruck. Der ist sehr wachsam, der ist körperlich extrem gut drauf. Das macht im Moment Spaß, dem zuzuschauen beim Fußballspielen. Und er macht Dinge, die er im ersten halben Jahr so bei uns nicht gemacht hat. Also der erobert Bälle in der Rückwärtsbewegung, der jagt den Gegner viel, viel mehr, als er vorher getan hat. Also das macht im Moment Freude, ihn zu beobachten. So, wenn der die Leistung bringt, dann weiß man auch, Peter Stöger stellt nicht irgendwie nach Sympathie oder Frisur auf, sondern der am besten passt und der am besten drauf ist, der spielt dann. So, also wenn er gut drauf ist, dann wird er auch eine Chance haben zu spielen, egal wie groß der Konkurrenzkampf ist. Ich denke, wir machen jetzt eine kleine Pause, erholen so ein bisschen, wir formulieren unsere Fragen neu und dann kommen wir gleich wieder und dann geht es weiter rund um den ersten FC Köln mit Jörg Schmadtke und unseren Experten. Bis gleich. Willkommen zurück beim FC Stammtisch. Wir haben jetzt das Geld im Sack sozusagen durch die Werbung. Das heißt, wir können weitermachen. Ich habe dich so barsch unterbrochen. Hau rein. Ein Punkt, weil wir auch gestern drüber gesprochen haben im Interview. Du hast gesagt, irgendwie, man müsste aufpassen bei der Konkurrenzsituation, dass man Spieler emotional nicht zu früh verliert. Was passiert in so einem Prozess und wie verhindert man das, wenn man... Verhindern ist schwierig. Du kannst nur vernünftig mit dem Einzelnen umgehen und ihm immer wieder seine Wertigkeit auch aufzeigen. Aber am Ende, aber am Ende wird der Spieler bewerten müssen. Und du kannst nur hoffen, dass er auf deine Argumentation eingeht. Und emotional verlieren bedeutet eigentlich, also wenn eine Mannschaft marschiert, da gibt es ja immer ein paar, die draußen sind, die auch auf der Tribüne sitzen. Ja, die müssen schon mitmachen. Also die müssen schon dabei bleiben. Und wenn die auf der Strecke bleiben, ja, dann hast du über einen langen Zeitraum, dann kannst du Probleme bekommen. So, das ist das, was ich damit gestern meinte. Aber wie gesagt, ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass wir irgendjemanden verlieren, sondern ganz im Gegenteil. Die Gruppe ist schön kompakt und obwohl wir Konkurrenzkampf haben, die geht vernünftig miteinander um. Also im Moment gibt es keine Anzeichen für irgendwelche Störfaktoren. Wenn halt mal einer oben sitzt, also noch sitzt ja keiner auf der Tribüne. Ne? Also klar, wir haben noch eine frühe Phase, aber nichtsdestotrotz, der eine oder andere merkt natürlich schon, wie Hemdchen immer hin und wieder mal verteilt werden. Also deswegen, aber es stimmt, es ist noch früh. Also solche Dinge kommen wahrscheinlich erst im Oktober, November. Dann werden wir das abwarten, aber eine Sache wird weil ich habe ja irgendwo gelesen, Simon Zoller wäre durchaus ein Kandidat für Bremen. Die auf die Kollegen in Bremen was dazu sagen oder ist da gar keine Anfrage? Gibt es einen Kommentar dazu? Er hat keine Anfrage gestellt und ich glaube, der weiß, wie die Regularien sind. Also von daher. Lass uns doch mal über das Team an sich reden. Ich meine, es gibt ja immer diese schöne Frage, wie weit ist das Team jetzt? Wie weit kann man das überhaupt beurteilen? Also jetzt haben wir ein paar Testspiele gesehen, aber Sie kriegen ja auch ein bisschen was mit, wie die Stimmung im Team ist und Integration hin und her. Was haben Sie so für einen Gesamteindruck, wenn Sie das Team so vor sich sehen? Also, stimmen Sie da zuversichtlich oder haben Sie ein bisschen Sorgen? Zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, ist das alles in Ordnung. Also die Körperlichkeit ist in Ordnung. Die waren am Ende des Trainingslagers waren die durch, die waren müde, ohne Wenn und Aber. Deswegen
haben sie jetzt auch zwei freie Tage gehabt. Die brauchten die aber auch, weil die Umfänge relativ umfangreich waren und Wetter auch ein bisschen mitgespielt. War relativ heiß in Kitzbühel. So, ich habe einen ganz positiven Eindruck, weil ich sehe, bei den Neuen sehe ich die Dinge, die wir im Scouting gesehen haben, die finde ich jetzt wieder im Training. Das ist schon mal sehr erfreulich. Das ist, manchmal findet man die Dinge nicht wieder und wundert sich, das ist dann ganz schlecht. Aber also ich finde die Dinge wieder. Ich habe den Eindruck, dass die Gruppierung mit sich vernünftig umgeht. Also jeder Einzelne. Und jeder Einzelne ist aber gewillt, um seinen Platz zu kämpfen. So. Ohne dabei jetzt irgendwie die Ellenbogen auszupacken, sondern ich meine, wir haben ein Bild war gepostet irgendwo auf Twitter oder so, da die Jungs sind alle im gleichen Hotel gewesen, die neun, die sechs sind dann alle mal zusammen essen gegangen. Und Tag vorher waren zusammen essen. Das ist relativ ungewöhnlich, das hast du nicht an jedem Standort. Und Abend vorher waren ein paar Spieler aus der Mannschaft, also ältere Spieler schon mit dabei. Also das funktioniert relativ reibungslos und geht schnell. So. Wieso jetzt die Alten in Anführungsstrichen sich jetzt so ein bisschen hinten dran fühlen nach dem Motto, jetzt stehen die hier im Fokus und eventuell hat er mal einen Platz demnächst und also. Glaube ich nicht. Wir versuchen das Gefühl auch nicht zu vermitteln, sondern wir versuchen jedem zu vermitteln, pass auf, jeder Einzelne hier ist wertvoll, jeder Einzelne ist wichtig und wir werden jeden Einzelnen von euch brauchen. So, und mehr können wir am Ende nicht tun. Und wir hoffen, dass die Dinge, die wir versuchen zu vermitteln, auch da ankommen. Aber wir können nicht mehr als mit denen vernünftig umgehen und denen halt auch sagen, also, das ist schlecht, das musst du besser machen, da fehlt noch dies oder das ist super, mach weiter, das läuft schon alles in die richtige Richtung und die Dinge bei dem einen ein bisschen pushen, bei dem anderen ein bisschen drosseln, ein bisschen runterfahren und beruhigen. So, aber nochmal, also ich habe, wie gesagt, ich habe einen ganz guten Eindruck. Da bin doch nicht ich. Aber hey. Ihr habt doch nicht so ein Kinn, ey. Das sieht ja viel besser aus. Das ist doch nicht geil. Ich bin doch keiner von den Dorten. Hey. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, kannst du noch mal üben? Das kann doch nicht wahr sein. Aber also wir arbeiten noch dran. Obwohl, ich fand es sehr schlank. Also. Ja, das ist eher, okay. Kommt schon eher hin, obwohl das erste Bild war schlanker. Ne? Ja. Da waren die Locken noch da. Thomas, zurück zum Thema. Du hast, glaube ich, auch schon eine ganze Menge Vorbereitungen gesehen, generell Vorbereitungsspiele. Hast du irgendwann mal erlebt, dass eine Vorbereitungsphase, dass du da auf eine Saison, die dann später folgte, dass du da schon gesehen hast, das wird dieses Jahr nichts oder das wird dieses Jahr gut? Es gab schon Vorbereitungen, da habe ich irgendwie gelesen, 11 Spiele, 11 Siege, kein Gegentor und die sind im ersten DFB-Pokalspiel ausgeschieden. Ich glaube, das war, nein, rede ich nicht, sondern ich glaube, das war, Siege kann ich mich in der Vorbereitung, das war 83, glaube ich, das letzte Mal. Also das gibt's. Dann gibt es irgendwelche Vereine, die machen in der Vorbereitung, kriegen gar nichts hin, Paukenschlag im ersten Spiel, das was schlecht ist, wenn du eh schon eine schlechte Saison hinter dir hast und dann auch durch die Vorbereitung taumelst, weil du dann natürlich schon, weil die Leute auch gar keine Geduld mehr haben. Gefährlich ist aber auch, letztes Jahr Stuttgart oder zum Beispiel der HSV kommt aus einer scheiß Saison im Vorjahr, alle erwarten im ersten Heimspiel, ihr habt das in Stuttgart damals auch erlebt, oh, jetzt kommt ein Aufsteiger, schlagen wir die, dann hat der FC da gewonnen, das war für Stuttgart schon der Anfang vom Ende, also aller Träume sind da durchgetaumelt. Also Vorbereitung hat nicht viel zu sagen, was wichtig ist, ist die Gruppendynamik, das sagt er gerade, habe ich auch den Eindruck, wenn man so den einen oder anderen auch mal hört oder abseits am Trainingsplatz mal sieht. Ich glaube einfach, was man nicht ganz beeinflussen kann in der Vorbereitung, letztes Jahr konnte der FC sich immer auf seine Defensive verlassen. Also niemals ist die Mannschaft abgeschossen worden, selbst in München, wo du nach 10 Minuten Angst haben musstest. So, und das war immer ein ganz stabiles Fundament. Es kann dir aber auch passieren, dass du im ersten Spiel in der 89. verlierst, weil ein Abgefälschter da durchgeht und dann fängt der ein oder andere vielleicht mit sich auch an, ein bisschen zu hadern. Solche Sachen kannst du ja nicht beeinflussen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die Mannschaft ist gut verstärkt, die Mannschaft hat das Potenzial auf jeden Fall, sage ich mal, zwischen 8 und 12 einzulaufen. Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Also als FC-Fan würde ich im Moment relativ wenig Sorgen machen. Und als Manager schon gar nicht. Als Manager schon gar nicht. Also kann er sich ja ganz beruhigt entspannen. Alex, natürlich hast du auch schon eine ganze Menge Vorbereitungen erlebt. Und auch diese Phasen sind dir ja auch nicht neu. Rund um den ersten FC Köln, sage ich jetzt einfach auch mal. Bist ja da Experte. Wie würdest du jetzt diese mit anderen vergleichen?
Es wird ja eigentlich immer gesagt, es war alles toll, das Trainingslager war super. Und ich kann jetzt einen drauflegen und sagen, eigentlich so langsam müssen wir Richtung Europa gucken, weil ich bin ja der Boulevardmann und der ist der Seriöse vom Fernsehen. Ja. Genau. Nein, aber das sieht alles solide aus, das wirkt alles seriös und ich glaube, dass man kommt mal ordentlich in die Saison, wieder so eine ähnliche Saison wie letztes Jahr, viel mehr glaube ich noch nicht, das drin ist. Man muss das abwarten. Also das ist, ich habe Vorbereitungen auch schon mitgemacht irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war damals noch mit Leverkusen, da haben die in der Vorbereitung alles weggebombt und sind beinahe abgestiegen damals mit Topmöller. Es ist schwierig aus Vorbereitung zu lesen. Was gut ist, ist, wenn die Körperlichkeit stimmt und wenn die Gruppe stimmt. Und das sind die zwei Sachen, die du in der Vorbereitung eigentlich erledigen kannst und alles andere werden wir dann ab dem ersten Spieltag erst sehen. Haben wir da mal, ja, bitte. Gerne. Jetzt mal bitte. Erstmal hier. Nein, ihr Experten ohne Ende um mich rum. Nein. Warum sagst du das? Das hat so einen Touch. Kommt denn bei dir komisch an? Oder? Was ist denn los? Wahnsinn. Hat ein gewissen Touch, ja. Aber bitte. Ja? Ja, ja. Nein. Also erstens, kein Verantwortlicher wird sagen, also pass auf, unsere Transfers, die waren alle voll scheiße. Weil wir haben echt so einen Scheiß verkauft, eingekauft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das war so eine Grütze. Also das ist doch klar, also jeder geht raus und sagt, also fragt alle 18, die werden alle sagen, also wir haben gut transferiert und Trainingsvorbereitung, also Vorbereitung lief gut, ganz gut. Was ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ist, wir haben im SC Freiburg Pokalspiel Stuttgarter Kickers verloren und haben danach, zugegebenermaßen, habe ich damals noch geraucht, haben wir mit drei Leuten oder vier Leuten in der Ecke noch eine Zigarette geraucht, bevor wir abgefahren sind. Dann haben wir gesagt, boah, was wird denn das für eine Saison, das geht ja gar nicht. Also was spielen wir denn hier für einen Scheiß zusammen? Wir sind am Ende der Saison Dritter gewesen. Also ich will, also wir sind da noch teilweise aus Spielen rausgegangen, wo wir gesagt haben, boah, haben wir die eingedreht und wir wussten nicht, wie wir gewonnen haben. Ehrlich. Also deswegen will ich nur sagen, also so Dinge vorherzusehen sind schwierig. Was wichtig ist in der Vorbereitung, hab möglichst wenig Verletzte, hab möglichst viele, guck, dass du deine Umfänge machen kannst, dass alle in einer guten körperlichen Verfassung sind und versucht der Gruppe ein gutes Gefühl zu vermitteln und stresse nicht zu sehr. Unnötig. So. Und das haben wir, glaube ich, getan und jetzt werden wir sehen, was da rauskommt. Und wenn sie Stress brauchen, dann werden wir den auch erzeugen können. Okay. Dann wollen wir mal über das Mittelfeld sprechen, weil da, ich meine, da wird sich ja jetzt in dem Bereich, im Mannschaftsteil, wird sich ja auch einiges verändern. Also zumindest sind da einige Neuverpflichtungen, die da durchaus auch reinpassen würden. Und ich meine, letztes Jahr auf der, Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber so das meiste, was aus der Doppel-6 da gespielt wurde, war ja defensiv überragend. Also das war wirklich klasse, da gehörten sie mit zu den Besten. Offensiv Luft nach oben. Also das war jedenfalls die Meinung immer des Stammtisches und naja, der hat ja meistens recht. Ne? Aber okay, lassen wir die Experten beiseite reden, die einfach darüber als jemand, der dabei ist und das beurteilen kann. Was erwarten Sie sich jetzt aus dem Mittelfeld, aus dem Mannschaftsteil für die neue Saison? Also ich wünsche mir die gleiche Stabilität, die wir im letzten Jahr hatten. Und darüber hinaus haben wir Spieler dazugefügt, die Kreativität hinzufügen können. Also die unberechenbarer sind, die schwerer auszurechnen sind, die auch mal verrückte Dinge machen können und die in 1 gegen 1 vielleicht noch besser auflösen können als im vergangenen Jahr. So, aber die Basis unseres Spiels und von guten Mannschaften ist sowieso die Basis, immer auch eine wirklich gute Defensive. Mit einer schlechten Defensive wirst du nichts gewinnen auf Dauer. Das wird nicht funktionieren. So, und unsere Jungs waren letztes Jahr bereit, extrem viel zu arbeiten und zugegebenermaßen manchmal auch auf Kosten der Kreativität und des Spiels nach vorne. Das stimmt, ja. Aber ich meine, wir sind Aufsteiger gewesen. Das ist für uns extrem wichtig gewesen, nicht in komische Fahrwasser hineinzugeraten. Eine Stabilität erzeugst du in deiner Gruppierung und auch mit deinen Fans am besten über eine defensive Stabilität. Weil das Vertrauen weckt. Und wenn du dieses Vertrauen in deine Defensive hast, dann kannst du Dinge auch besser nach vorne erzeugen. So. Und wir sind dieses Jahr aufgerufen, einen besseren Schritt nach vorne hinzubekommen. So. Also ich vermute nicht, dass wir versuchen, 15 mal 0-0 zu spielen. Okay, also. Diskutiert. Wobei ich da auch nichts gegen habe. Ich sag halt ganz ehrlich, wenn wir 15 mal 0-0 spielen und dann auch 15 mal 1-0 gewinnen, dann ist alles gut. Der Grundstein dieses Selbstbewusstsein letztes Jahr war ja diese Anfangsphase mit den 0-0s. Ne? Also das musst du ja sagen, da hat die Mannschaft halt einfach so ein Urvertrauen in sich gefunden, zu wissen,
können wir nach vorne irgendwie kacke spielen, aber viel brennt hier hinten nicht an. So, und daraus hast du als Aufsteiger natürlich schon mal einen Fund, wo du sagen kannst. Aber ich darf mal ganz kurz daran erinnern, ne? Also wir sind ja mit wenig geschossen, aber auch wenig Gegentoren in die Saison gestartet. Ne? Irgendwann haben wir mal ein Gegentor bekommen. Da hieß es dann, also wenn ich gar nicht ein Tor schieße, also da wart, ich sag jetzt mal du, stellvertretend ihr als Medien, ja, ihr wart du, die Ersten, die gesagt haben, du steigst sowieso ab, wir machen eh kein Tor. Weiß ich ja, aber das ist ja, wir haben auch ein Gegentor bekommen. Und wir haben Stabilität darüber. Ja, aber, am Anfang der Saison war das so. Das sind immer nur die schlechten Geschichten, immer nur wenn wir da wird er angerufen. 12 Spieltage vor Ende habe ich Geschichten gelesen, da habe ich mich echt schwindelig gelacht. Da waren wir fast abgestiegen. Das war Wahnsinn. Ja, so ist das. Gut. Das Positive wird vergessen, das ist meistens so. Also ich fand, dass es eigentlich über das ganze Jahr, muss man jetzt wirklich mal sagen, sehr, sehr ruhig war. Und wenn man vielleicht. Ich mich auch nicht. Nein, ja, aber. Ich stelle nur fest. Ja. Ich sage nur, ey, pass auf, am Anfang haben wir keine Tore geschossen, ja, dann ging die Brüllerei los. Und am Ende sind dann Hochrechnungen gemacht worden, weil 1987 ist man schon mal abgestiegen. Also, du weißt, was ich meine. Aber trotzdem ist es ja Fakt, wenn ich jetzt mal sehe, wen man gekauft hat. Also ich mache jetzt mal einen Fick. Fünfer Mittelfeld, die beiden Sechser bleiben, Vogt und Lehmann wie letztes Jahr, rechts Risse, in der Mitte Jojic und links Bittencourt. Hört sich für mich schon nach teilweise auch richtig gutem gepflegten Fußball nach vorne an. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da was... Ich kann aber mit einer Sechs spielen. Ich habe Probleme mit einem Aufsteller. Okay, also gut. Zumindest mal irgendwie in dieses 4-1-4-1 ins Raum. Geht auch, aber es geht auch mit fünf, oder? Ja. Ja, wir haben aber mit drei Sechsern gespielt, da bin ich vor dem Spiel von einem Kollegen von dir gefragt worden. Also drei Sechser, das ist aber sehr, sehr defensiv. Da haben wir 4-3 gewonnen in Hoffenheim. Das war ich nicht. Nee, das war leider war es doch nicht. War ein Kollege von dir. Ja, aber ich. Nee. War ein Kollege von dir. Nee, stimmt. Also deswegen. Standards, das war ja letztes Jahr ein Dauerthema, auch beim FC-Stammtisch, gebe ich gerne zu. Ich freue mich noch erinnern, dass Manfred Schmidt da war, dann auch gesagt hat, ne, im Training machen wir das dauernd und da klappt das auch super. Ja, also, ja. Das meistens haben wir diese Pappmaché-Männer dagegen. Ja, die überspringen wir und dann machen wir und tun, ja. Überragend. Nee, aber ich denke mal, dass auch da ist ja, ich meine, mit einem Jojic und auch Bittencourt, das sind ja... haben die Fantasie, dass wir die Bälle besser reinbekommen und wir haben die Fantasie, dass wir jetzt auch in der Luft ein paar Leute dabei haben, die ein bisschen stärker sind, als was wir bisher hatten. Ja, das ist die Idee, also das ist die Theorie. Die Theorie stimmt. Also in der Theorie werden wir ein paar Standardtore machen. Ich freue mich drauf. Sahen dann die Freistöße und Ecken jetzt im Trainingslager schon ein bisschen besser aus? Nee, die sahen deutlich besser aus. Ja, das stimmt. Aber nochmal, es hilft trotzdem am Ende nicht. Ja, am Ende muss das Spiel dann gezeigt werden, klar. Dass, ich meine, wir haben letztes Jahr auch ein paar gehabt. Ich kann mich an Domme Marot zwei, drei Mal erinnern, der kurz davor war. Aber am Ende haben wir, ich glaube, ein Freistoßtor von Matze Lehmann gemacht in Hoffenheim. So, ansonsten haben wir relativ wenig Standardsituationen, zu wenig gehabt. Modeste, weiß man ja, dass er einen ordentlichen Offensivkopfball hat. Wie ist das bei den Abwehrspielen? Modeste. Also. Risse geht so. Ich wollte gerade sagen. Der ist überschaubar, der Offensivkopfball. Aber wie ist das bei Heinz und Sörensen? Also, gutes Kopfball. Ja. Gutes Passspiel im Übrigen bei Sörensen, und aber auch weil gutes der, Kopfball. Also die Kollegen berichten, ich war ja nicht mit dem Trainingsteil, aber die Kollegen berichten, dass er doch... Der hat drei Fehlpässe gespielt, das ist Wahnsinn, echt. Aber der hat ein gutes Passspiel mit Schärfe drin und auch der Heinz. Also, das sind gute Jungs. Ich kann ja nur sagen, das sind gute Jungs, die wir da haben. Die werden das auch hinkriegen. Die werden das auch alle sehen. Ist ja in Ordnung. Die Problematik ist halt nur, du darfst ja halt, wenn alles in der Vorwärtsbewegung ist, da solltest du dir möglichst wenig Fehlpässe erlauben. Ne? Also in dieser Phase der Vorbereitung wird dann beim Colonia Cup vielleicht schon so, ich sag mal, eine Andeutungsweise, die Startelf für die Pflichtspiele schon zu sehen sein. Ich habe gestern mit dem Trainer darüber gesprochen. Der wusste noch nicht ganz genau, wie das angeht. Ob er zwei Mannschaften macht oder. Ob er sozusagen alle mal durchlaufen, das war noch nicht ganz klar. Also ob er sagt, wir wechseln durch in der Halbzeit oder er will dem einen mal 90 Minuten geben. Das ist die Frage, und die hat er noch nicht, gestern noch nicht beantwortet gehabt. Heute habe ich nicht gesehen, weil ich viel unterwegs war. Colonia Cup ist auf jeden Fall das Thema. Dann haben wir eben schon hier auch Karten verlost. Das wird ja immer öfter hier ein Thema sein. Deswegen immer hier hinkommen ins Studio Dumont, wo wir sicher immer was verlosen werden. Ja. Und jetzt werden wir aber erst mal eine kleine Pause machen, uns ein bisschen erholen, kommen aber anschließend wieder. Und dann diskutieren wir immer noch über den ersten FC Köln, über Jörg Schmadtke. Und natürlich werden die beiden Experten auch wieder alles wissen. Also, bis gleich. Ciao.
Ist ja schon Wasser. Zwischenwasser. Willkommen zurück zum FC-Stammtisch. Ganz schön was los hier im Studio Dumont. Wir haben schon sehr viel über den 1. FC Köln gesprochen. Eine ganze Menge von Jörg Schmadtke und auch von den Experten aus dem Medienbereich von Alexander Aubrys und Thomas Wagner erfahren. Wir machen weiter. Ja, Jörg Schmadtke, da gab es ja wieder interessante Sachen zu lesen rund um Peter Stöger, den Sie am liebsten noch ja, weiter verlängern lassen möchten. Jetzt hat der arme Mann das brüsk abgelehnt und das Vertrauensverhältnis ist es wahrscheinlich jetzt gnadenlos zerstört. Nee, jetzt mal im Ernst. Sie hatten, war diese Äußerung so gefallen, dass Sie gesagt haben, Mensch, ich könnte mir das wirklich vorstellen? Ich bin gefragt worden und habe gesagt, ja, meinem inneren Wunsch folgen würde ich heute gerne den Vertrag verlängern. So. War dann eine Riesenschlagzeile. Ja, da stürzt man sich natürlich auch gerne drauf. Und das hört sich ja auch in Köln sehr ungewöhnlich an. Ich weiß nicht, ob Sie die Halbwertszeit von Trainern in Köln mal so im Durchschnitt ausgerechnet haben. Also das, ja, der ist schon sehr lang. Ich glaube, der Peter ist kurz vor der neuen Rekordmarke. Das lang dauert nicht mehr. Also man könnte auch sagen, in Köln ist das nicht so schwer. Aber es ist schon verhältnismäßig lang. Also ich war heute noch bei einer anderen Veranstaltung heute Vormittag. Da habe ich gehört, Halbwertszeit von Trainern im Schnitt, ich glaube, 1,5 Jahre. Ja. Das ist der Peter mit einem Jahr drüber schon mal richtig gut dabei. Ein biblisches Alter beim FC erreicht. Also, und Sie hätten aber dann wirklich, dass das wäre, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, mache ich, hätten Sie es gemacht. Also, ich war in einem Pressegespräch und dann haben wir ein bisschen geplaudert. Ich war gut drauf und habe dann gesagt, ja, könnte mir das vorstellen. Und das ist auch ernst gemeint. Also nochmal, Signal an Peter ist nur, oder war einfach nur, pass auf, kann ich mir vorstellen, wir sind zufrieden, fühl du dich wohl und alles ist gut. Das ist auch eine Situation, da bin ich wieder bei dir, Thomas, die wir in Köln ja wirklich lange nicht mehr hatten. Wir haben es ja gerade angesprochen. Wie kommt das bei dir an, dass ein Trainer in Köln so lange durchhält? Das muss ja schon was bedeuten. Also, und dann so ein Angebot auch noch kommt. Also. Nee, kenne ich eigentlich nicht. Ne? Ich glaube, in 10 Jahren 14 Trainer oder so, was weiß ich. Ne? Ja, als erstes mal, er macht gute Arbeit. Das ist das Erste. Er hat alle seine Ziele erreicht. Er hat die Mannschaft und einzelne Spieler besser gemacht. Das ist für mich, für einen Trainer, schon auch ein Qualitätsmerk. Auch in Phasen, wo es letztes Jahr schon mal dann so ein bisschen, du hast es eben angesprochen, auch mal so ein Murren gab, Heimspiele gegen Freiburg oder sowas, wo es dann hieß, naja, wir spielen nach vorne nicht so gut, hat die Mannschaft immer die Kurve bekommen. Ich finde, er macht das auch total unaufgeregt. Er ist keiner, der sich anbietet, dennoch ist er freundlich und charmant. Und diese charmante Wiener Art, dazu die coole, teilweise etwas schroffe Art meines Düsseldorfer Nebenmannes hier, passt einfach total gut zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Erfolgsduo noch lange harmoniert. Also ja, warum soll er in einem Pressegespräch nicht sagen, mit Peter Stöger verlängern? Der macht alles richtig hier. Also das interessiert ihn so, dass er schon in der Zeitung blättert. Naja, ist klar. Nein. Peter hatte ja, ich glaube, im Mai dann bei uns, hatte ich ihn auch nochmal gefragt, irgendwie, wie sieht er mit Verlängern aus? Und dann sagte er auch, ich brauche ja im Grunde keinen Rentenvertrag. Also erstmal ist, wird ganz ein bisschen zu entmystifizieren, steht in jedem Kontrakt mittlerweile, glaube ich, bei einem vernünftigen Manager drin, im Fall der Trennung greift die Regelung X. Dann kann der Vertrag bis 2030 laufen, das wird nicht teurer, weil da unter Umständen, also zumindest wenn du sagst, im Fall der Trennung kommt die Summe X. Steht in deinem vielleicht auch drin, weiß ich nicht. Aber bei mir steht auch drin, ja. Nein, aber was glaube ich auch ein Teil des Erfolgs von Peter ausmacht, ist seine, ja, so ein leichter Fatalismus, den er in seinem Job hat, also den er auch immer leicht auf der Zunge trägt hat irgendwo, dass er sagt hat irgendwo, es kann auch sein, dass hier der Tag kommt, wo die Schlagzeilen kommen werden, der muss weg und dass der vielleicht entlassen wird. Aber dass er damit relativ locker umgeht, weil er halt auch mit sich im Reinen ist und weiß, dass er seine bestmögliche Arbeit abliefert. Und das macht ihn auch so stark. Der macht keine Aktionen, damit er bei uns besser aussieht oder bei ihm besser aussieht, sondern ich glaube, der macht seine Aktionen, damit die Mannschaft besser wird. Und dann macht ihn zum guten Trainer. Also das, aber ich meine, ist ja klar auch, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, Verletzten-Serie, kriegst ständig in der letzten Minute einen rein und stehst irgendwann im Frühjahr in Abstiegsgefahr, dann können wir alle nicht sagen, was daraus werden würde. Aber in der Konstellation, wie es im Moment läuft, nein. Warum soll... Doch, kann das sein. Würdest du das ja dann... Ich kann dir sagen, boah, das gibt eine Schlagzeile morgen. Ich kann dir sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Trainer alles unternimmt, um erfolgreich zu sein, dann gibt es keinen Grund, den zu entlassen. Ja, ist ja noch besser.
Also morgen muss die Schlagzeile lauten, selbst bei Abstieg, Stöger bleibt. Das wäre. Ja, also die Kollegen sind schon dran. Druckt schon, würde ich sagen. Schon drin? Also. Nein, noch nicht, aber das dauert gleich. Aber das, kann nicht der Punkt kommen, wo der Trainer so gut arbeiten kann, wie er will, aber irgendwas passiert ist im Verhältnis zur Mannschaft, hat es einfach nicht mehr funktioniert? Ich glaube das nicht, so wie der Peter agiert. Ja. Also der ist eng dran, der sagt den Jungs, also der ist ja nicht so, dass er die nur in den Arm nimmt und man sagt, hör mal, du bist aber ein toller Typ. Sondern der sagt denen schon, hör mal, pass auf, das war scheiße, was du da gestern gemacht hast. Also wir gucken mal, ob wir das besser hinbekommen und das wollen wir so und so und so machen. Also der macht ja klare Ansagen. Aber der ist dabei nicht beleidigend, der ist dabei nicht böse und ist trotzdem in der Lage, jemand zu sagen, pass auf, du hast gestern scheiße gespielt. Aber komm, wir machen das schon. Diese Woche ackern wir mal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das ist eine Art und Weise, die nimmt einen Spieler ernst und ein Spieler wird dem am Ende auch dafür danken. Und wird auch deswegen versuchen, vernünftige Arbeit abzuliefern. Und der ist immer dann auch weniger böse, wenn er ihn mal rausnimmt. Das ist so. Und das ist die größte Gabe vielleicht, der Peter. Der kann mit Gruppierungen umgehen, der kann mit jungen Menschen umgehen. Das ist toll, wie der mit denen umgeht. Ohne dabei auch nur einen Juter an Autorität zu verlieren. Das ist eine tolle Gabe und deswegen glaube ich nicht, dass der Mannschaften zum Beispiel verliert. Es gibt Trainer, Beispiel, da ist das so, ja. Aber ich würde das bei ihm nicht vermuten, dass das passiert. Jetzt, wenn man das so hört, auch dieses Angebot oder dieses, ja, ich sag mal, dieses laute Denken, dass man sich das vorstellen kann, auch zusammenzuarbeiten, beinhaltet ja im Prinzip auch die eigene Karriere. Und da durfte man ja in den letzten Tagen lesen, Schmadtke denkt ans Karriereende. Natürlich war das dann auch, wenn man ein bisschen genauer gelesen hat, ein klein bisschen anders. Aber sind Sie so ein Typ, der sagt, in 5 Jahren weiß ich genau, sehe ich mich da und mach Schluss und bin dann Privatier? Nee. Also das war eher so ein, ich sag mal, Gedanke. Ich mache einen relativ großen Aufwand für den Job, den ich mache. Ich bin viel unterwegs und so und ich mache das total gerne und ich will auch nicht, dass man deswegen sagt, ey, machst du aber toll oder ich finde das ist normal. Aber ich weiß nicht, ob ich mit 56 immer noch sage, ich habe aber jetzt mal Lust da eben, ich bin heute Morgen nach Wolfsburg gefahren, wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich das mit 56 noch will. Ja. Ehrlich. Und das ist so die Fragestellung, die dahinter ist. Ich habe gesagt, ich habe jetzt Vertrag bis 20, bin ich total happy und im Moment sind die Leute auch noch happy und der Vorstand ist auch happy, das ist gut. So, und es kann sein, dass ich irgendwann noch mal verlängere. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ey, 20, ey Jungs, lass den alten Mann nicht mehr irgendwie durch die Gegend fahren. Lass halt einen Jungen machen, einen Frischen, der sagt, weißt du was, ich fahre nicht nur nach Wolfsburg, sondern ich fahre von da aus auch noch nach Kopenhagen weiter und dann nach München und fahre dann erst wieder nach Köln. So, also vielleicht ist das dann die bessere Lösung. Und wenn das die bessere Lösung ist, dann sage ich, hey, dann musst du auch aufhören. Aber ich kann es heute nicht beantworten. Aber kann sein. Und ich finde, wenn ich dazu befragt werde, dann muss ich auch sagen, also, es kann so sein und es kann so sein. Gut, wir nehmen es hin. Wir wissen ja alle, was die Glaskugel uns bringen wird und vorhersagen. Ich fahre ja morgen gegen den Baum und dann? Ja, dann haben wir. Ja. Wird problematisch. Nein. Ja. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen, um Gottes Willen. Thomas, Sky. Du bist bei Sky. Ja. Und ich habe hier so einen richtig scharfen Themenwechsel. Und weil du bei Sky bist, ist mir gerade keine bessere Überleitung eingefallen, als der neue Fernsehvertrag, der in England halt ein großes Thema ist. Und hier in Deutschland hätte man das natürlich auch gern. Karl-Heinz Rummenigge wird die Bayern am liebsten alleine vermarkten. Der ganze Markt wird natürlich jetzt von Geldern überschwemmt. Es entsteht eine neue Situation. Wie siehst du das als einerseits Sky-Mitarbeiter, andererseits als Fußballfan, der du ja bist, wenn auch für den falschen Verein? Das kann ich so nicht stehen lassen, aber du hast mir eine andere Frage gestellt. Erstens mal, in England wird deutlich mehr Geld bezahlt, allerdings ist auch das System ein ganz anderes, Pay-TV von Anfang an. Zweitens mal wage ich zu bezweifeln, dass jemand, der zum Beispiel in Dortmund, Schalke, keine Ahnung, spielt, dass der zu Stoke City geht, nur weil er da mehr Geld verdient. Also da gibt es vielleicht den einen oder anderen, aber das ist eine Mittelklasse-Mannschaft in England, das bleibt eine Mittelklasse-Mannschaft in England. Der Wettbewerb in England selber
wird sich natürlich dadurch verändern, aber es wird auch sehr viel Geld in die Bundesliga reingepumpt. Man kann damit sinnvoll umgehen. Man muss natürlich aufpassen, dass der Abstand nicht zu groß wird. Das ist gar keine Frage. Für Vereine wie den FC ist das sicherlich, haben wir gesehen, also Wimmer geht zu Tottenham. Die spielen, wenn es hochkommt, Europa League. Ist für mich jetzt auch kein Top-Verein in Europa. Im Moment kann man vielleicht noch sagen, eine Wertsteigerung. Auf der anderen Seite wirst du dann irgendwann als Verein erdrückt. Was ich ein bisschen heuchlerisch finde, ist die Aussage von Rummenigge. Ich kann mich erinnern, Ende der 90er Jahre. Diesen Vorschlag schon mal Borussia Dortmund gemacht. Da hieß es von den Bayern, Dortmund verlässt die Solidargemeinschaft der Bundesligisten. Bochum muss genauso viel verdienen wie die Bayern. Da hat man von Leo Kirsch damals Geld bekommen dafür, um es zentral zu lassen. Das war ja auch eine Grundlage. Es blieb zusammen. Also es ist ja nachvollziehbar oder nachlesbar. Es gab eine kleine Strafe dafür. Also für das Gelder geflossen sind. Und jetzt dann plötzlich zu sagen, so okay, jetzt sind wir dezentral, weiß ich nicht. Wenn jeder Verein selber verhandelt, wird's vielleicht schwieriger. Ich glaube, dass die Gelder aus England im Moment bei weitem nicht zu erlösen sind. Das Monopol von Sky führt oft dazu, dass sich die Preise in Deutschland nicht nachhaltig bewegen, hat Karl-Heinz Rummenigge in die Blöcke notiert. Wie sehen Sie seine Aussagen und gibt es da auch ein offizielles Statement vom 1. FC Köln dazu? Also würden Sie zum Beispiel gerne den FC selbst vermarkten, also die TV-Rechte? Nein. Also erstmal fahren wir in Deutschland sehr gut mit der Zentralvermarktung. Jetzt kann man im Einzelfall immer mal hinschauen und sagen, das wird vielleicht nicht alle 36 unterschreiben, aber dass wir eine extrem starke zweite Liga haben, ist dem geschuldet. Das ist in anderen Ländern ist deutlich anders. Und man darf bei den ganzen Aussagen eines nicht vergessen, wir gehen demnächst ins Bieterverfahren, auch für uns, für einen neuen Fernsehvertrag. Ja, ja. Und es stimmt schon, dass wir in Deutschland einen Pay-TV-Anbieter haben und dass die Leute relativ zurückhaltend sind, um sich das Angebot nach Hause zu nehmen, also zu kaufen. Das ist in anderen Ländern ist das anders. In England ist es deutlich anders zum Beispiel. Und deswegen sind da auch andere Wirtschaftlichkeiten, die eine Rolle spielen. Ein anderes Kartellrecht. Da kann jemand kommen, schließt dir so ein Ding an, sagt 3 Monate, ja, behältst du das und dann hol ich es dir wieder ab oder so. Das darfst du bei uns zum Beispiel gar nicht. Also wenn du es erstmal zu Hause hast, Sky, kann ich nur sagen, dann behält man es auch. Da macht man ja ein bisschen Werbung, ist auch legitim. Die Gefahr siehst du, dass durch die Rummenigge Aussagen, sage ich jetzt mal, auch das die Wettbewerbsposition der Liga jetzt in den Verhandlungen mit Sky ein bisschen geschwächt wird, weil Sky sagt, die sind sich ja selbst uneins. Ich glaube nur, dass Rummenigge darauf hinweisen. Also ich glaube nicht, dass die ernsthaft überlegen, die Zentralvermarktung zu verlassen. Das glaube ich nicht. Den Solidargedanken haben die durch und durch, auch wenn man über Bayern immer dumme Sachen sagt oder komische Sachen sagt. Aber in dem Fall, die tragen die Solidarität die ganze Zeit mit. Und darüber hinaus in dem Fernsehvertrag auch noch andere Dinge, die sie die jeweils machen oder jedes Jahr machen. Ich glaube nur, dass er darauf hingewiesen hat, ist, dass es nicht gut ist, dass wir keinen zweiten Pay-TV-Anbieter haben oder einen dritten vielleicht, oder wir nicht wirklich einen Wettbewerb haben. Und natürlich recht, um am Ende auf einen Bieterwettbewerb sich einzulassen und einen bestmöglichen Preis zu erzielen, da wäre es schon schön, wenn es da einen Wettbewerb gäbe. Den gibt es nicht bei uns. Pay-TV gibt es keinen Wettbewerb. Das ist ein Monopolist. Ja, okay, aber wie ist das jetzt mit der aktuellen Situation? Sie haben ja in diesem Jahr auch schon ein bisschen gemerkt, wie das jetzt in England läuft. Das ist doch noch gar nicht ausgeschüttet worden. Ja, was wir im Moment haben, was wir im Moment spüren, ist eine Wirtschaft, eine starke Wirtschaftskraft der Engländer. Und wir haben einen relativ starken Pfund gegenüber dem Euro. So, und der schlägt ein bisschen durch. Wobei ich sage, die große Gefahr England ist so 41 Millionen für Firmino, weil die machen wir bei uns in der Liga. Also die verändern Balancen, die wir bisher hatten. Also bis jetzt war relativ klar, wie die Balance ist zwischen Bayern München, Dortmund und den anderen. Hoffenheim kommt auf einmal in eine völlig andere Situation hinein. Und die sind dadurch in völlig anderen, haben völlig andere Möglichkeiten. Und das über Nacht, also mit einem Transfer. Und das ist natürlich schon gefährlich. Mit dem Thema Ausstiegsklauseln, haben Sie diesbezüglich manchmal auch eine schlaflose Nacht? Oder? Ich schlafe immer gut. Aber es ist nicht so, dass wir Ausstiegsklauseln anbieten. Also du musst dann immer abwägen. Kannst du dem mehr Gehalt draufpacken, dass du die Ausstiegsklausel wegbekommst oder besteht der drauf? So, und wir sind leider Gottes nicht in der Lage, das Gehalt so hoch zu ziehen und zu sagen, was du hörst, Ausstiegsklausel 100 Millionen, dann kannst du gehen. Also das geht leider nicht.
Ich denke, dieses Thema werden wir natürlich weiter beobachten. Wird sicher interessant, was da alles noch passiert. Und ja, wer weiß, vielleicht sind die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge ja auch nur der Tatsache geschildert, dass man den Preis auch wirklich ein bisschen in die Höhe treiben möchte. Ist ja auch legitim. Du wolltest noch was sagen, Sven? Ja, ganz kurz, diese Investitionen in die mehrere Spieler mit so zwischen zwei, drei Millionen Ausgaben, ist das auch dem Gedanken geschuldet, dass nächstes Jahr vielleicht eine ganz große Menge Geld auf den Markt kommt? Also dass man sagt, man schafft sich zukünftige Transferwerte? In erster Linie ist es der Tatsache geschuldet, dass wir versuchen, unsere sportliche Qualität für die kommende Saison nach oben zu schrauben. Und dann, wenn das funktioniert und jeder Einzelne vernünftig performt, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn deine Spieler eher um die 20, 22 Jahre alt sind, als wenn sie um 2, 3, 4, 35 Jahre alt sind. Also klar ist das natürlich auch ein Hintergedanke, der nochmal bedeutsam werden könnte. Okay, wir müssen so langsam auf sicher zum Ende kommen, aber es geht halt darum, dass wir noch eine ich habe noch eine Schlussfrage, und da geht es natürlich auch darum, um die Sache, die wir am Ende dann der Saison nochmal anschauen können in den berühmten Mediatheken, nämlich wie die Saison denn so verlaufen wird. Und ich fange mit den Medienleuten natürlich an, damit der Jörg Schmadtke sich das in Ruhe und freudig anhören kann. Und Thomas, was erwartest du vom ersten FC Köln? Und am Schluss kannst du mir noch eine kleine Schlagzeile liefern, die im Express steht. Ja, Saison zu Ende. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich erwarte den FC zwischen Platz 8 und 12. Glaube ich, letztes Jahr lag ich richtig. Was war die Frage? War ja nicht nachgefragt, aber die werden noch nicht absteigen. Also ich sage, der FC zwischen 8 und 12. Ich würde mich total freuen, wenn es vielleicht auch dieses Jahr hatte sogar Platz 7 gereicht oder wenn irgendwie über den DFB-Pokal noch was gehen würde. Ich würde mich freuen. Ich kann es von dieser Mannschaft nicht erwarten, aber du hast gut eingekauft. Also musst du auch dich an 8 bis 12 messen lassen. Und am liebsten würde ich am Ende lesen, ein großer Club endlich wieder in Europa. 800... Ich war noch nicht ganz fertig. Ein großer Club endlich wieder in Europa. 800 Jahre nach Worin, ein Düsseldorfer erobert Köln. Angebot als Schlagzeilengott an den Kollegen Wagner kommt morgen vom Express. Also damit wir mal. Ich glaube, wenn am Ende drunter steht einstellig Ausrufezeichen, dann wären wir alle sehr glücklich, und dann wäre das, glaube ich, was seit ich glaube über 20 Jahren nicht mehr gehabt. Ne? Ja, und das wäre was, wo ich sage, das ist möglich und das kann auch hinkommen, und da würden wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Solange wir nicht sagen, wieder runter, ist alles gut eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde gerne möglichst schnell 40 Punkte holen, und die Schlagzeile wäre: Wagner endlich ausgetauscht als Experte. Okay, wir schauen mal, wie es am Ende läuft. Aber ich würde ihn eigentlich schon ganz gerne mal halten. Macht Spaß mit ihm. Ja, damit sind wir am Ende. Ich wünsche mir aber auch noch eine kleine Schlagzeile. 1. FC Köln holt den DFB-Pokal. Bayern geputzt. Also das fände ich auch nicht schlecht. Aber ja, wir gehen aber nicht, bevor wir noch ein kleines Geschenk überreichen. Ich weiß nicht, ob er es schon hat, aber ansonsten sollten Sie auf jeden Fall dieses Buch mal lesen. Die Kölsche Geschichte, die Historie ist ja reich an bestimmten Typen und Spielern. Und Heinz Floh, glaube ich, ein ganz besonderer Spieler. Und auch wenn Sie früher, kommen ja aus einem anderen Kulturkreis, also dass das also ein bisschen, sag ich mal, der Gegner war. Es waren trotzdem tolle Zeiten und viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich bei allen bedanken, hier im Studio Du Mans, unserer neuen Begegnungsstätte, hier für alle, für Fans, für Sponsoren und Partner, natürlich auch für die Leute des 1. FC Köln und für die Medien. Und wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder. Beachten Sie, wann wir wieder unsere Sendung machen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss zusammen. Ciao. Das war ja ein Fest.